Ich begrüße euch zum ersten Vortrag nach der Keynote, liebes Publikum. Wir bleiben gleich im selben Themenbereich. Es geht um Automated Decision Making. Ich begrüße ganz herzlich David Sommer. Er ist aktives Mitglied der digitalen Gesellschaft und David ist sicher einer der größten Experten innerhalb der digitalen Gesellschaft zu diesem Thema. Denn er hat zusammen mit seinen Kolleginnen und Kollegen in den letzten Monaten ein Positionspapier, einen Regulierungsvorschlag für Automated Decision Making entwickelt. Er wird uns in den nächsten circa halben Stunde vorstellen. Das wird anspruchsvoll, aber bestimmt auch spannend und wir werden verknüpfen können mit dem vorherigen Vortrag und mit dem Podium danach. Bitte denkt daran, ihr könnt euch Fragen überlegen und diese bereits stellen, auch während des Vortrags im Chatroom. Bitte nutzt das. Ich werde diese Fragen danach sehr gerne an David weitergeben, der hier schon parat bei mir auf der Bühne steht. Ja, David, the floor is yours. Wir sind sehr gespannt. Ja, vielen Dank, Rahel, für diese Einleitung. Ich fange sogleich an. Ja, ihr kennt sicher das soziale Netzwerk für Business, LinkedIn. Da bekommt man ja immer wieder Anfragen von irgendwelchen Headhunters, die einem Jobs offerieren. Und das ist ziemlich viel Arbeit für diese Headhunters. Und das heißt, es ist auch teuer, oder? Und dann ist halt einer der großen Träume eines Head of Recruiting, dass man das automatisieren kann. Und sowas, ihr kennt die Geschichte vermutlich schon, Frau Behrendt hat es auch schon erwähnt, Amazon hat so einen digitalen Headhunter versucht zu entwickeln vor ein paar Jahren, der die sozialen Netzwerke nach CVs, nach Lebensläufen durchsucht und der Firma Vorschläge macht für Leute, die man einstellen kann. Und dann, was die gemacht haben, die haben die Lebensläufe der Leute, die sie in den letzten 10 Jahren eingestellt haben, einfach genommen, einen Computeralgorithmus darüber laufen lassen und den dann auf das Internet losgelassen. Ja? Und was dann relativ schnell herausgekommen ist, sind Schlagzeilen wie diese hier. Ja, angeblich oder nachgewiesenermaßen, sagen wir so, war dieser Algorithmus von Amazon sexistisch gegen Frauen. Er hat systematisch Frauen benachteiligt. Gewisse Quellen behaupten sogar, dass alleine das Wort Woman ausreichend war im Lebenslauf, um eine schlechtere Einstellungschance zu erhalten. Und der Grund hierfür war, dass Amazon als einer der großen Tech-Konzerne in den letzten 10 Jahren da vor allem Männer eingestellt hat und darum der Algorithmus gelernt hat, dass das Attribut Frau nicht unbedingt vorteilhaft ist für eine Einstellung. Und das Problem wurde sogar noch kritischer, weil neuere Versionen von diesem Suchalgorithmus von Amazon haben die Einstellungen, die auf der Basis von Empfehlungen des Algorithmus ausgestellt wurden, auch haben den als Input verwendet. Das heißt, es gab da eine sogenannte Feedback Loop. Ja, und Amazon war leider nicht in der Lage, die Probleme ausreichend zu lösen und das Projekt wurde eingestampft. Und das ist ein Beispiel für einen sogenannten Automated Decision Making System oder ein automatisiertes Entscheidungssystem auf Deutsch. Und ihr habt schon recht viel darüber gehört, auch über die Basics. Ich werde noch ein paar Sachen erwähnen für die Komplettheit, aber eher schnell drüber gehen. Was ist denn ein ADEM-System? Die Definition ist ein bisschen schwammig. Grundsätzlich handelt es sich sehr oft um ein System, welches personenbezogene Daten verwendet, aber nicht immer, wie zum Beispiel Alter, Job oder die Kaufhistorie und so weiter. Und diese werden in so ein System hereingegeben und heraus kommt eine Vorhersage, eine Klassifikation oder eine Bewertung von diesem System. Und das heißt, ein ADEM-System ersetzt oder unterstützt Menschen bei Entscheiden und ist teilweise automatisiert oder komplett automatisiert. Und jetzt vielleicht die bisschen Informatikversierten unter euch, die sagen, ja, Computeralgorithmen treffen doch die ganze Zeit Entscheidungen oder diese If-Else-Causes. Ja, das stimmt, aber das ist leider nicht zielführend in dieser Diskussion. Darum haben wir uns entschieden, den Scope
zu beschränken und sagen, ein ADEM-System ist ein System, das Entscheidungen zu sensiblen Lebensbereichen trifft. Also das heißt Ausbildungsmöglichkeiten, Gesundheitsergebnisse, Arbeitsleistung und so weiter, persönliche Autonomie. Und es ist auch nicht unbedingt dieses rein beurteilende System, das ich jetzt hier dargestellt habe. Ein ADEM-System könnte auch die Prozesse bezeichnen, die ganz viele solche Systeme auch wieder inkludieren, um zu entscheiden, zu Entscheidungen zu kommen. Und es ist nicht nur auf einzelnen Personen, es gibt auch Beispiele, zum Beispiel im Kanton Zürich, ein Pilotprojekt, welches die Schülerzuordnung zu den Schulhäusern mit einem automatischen Entscheidungssystem vorgenommen hat. Auch mit der Idee, zum Beispiel für bessere soziale Durchmischung zu sorgen oder auch die Fußwege der Kinder zu minimieren, also die Wege zur Schule und gefährliche Straßen zu vermeiden und so weiter. Ja, jetzt, wie wird eigentlich so ein ADEM-System erschaffen? Viele Systeme sind datengetrieben, das heißt, man hat ganz viele Trainingsdaten. Hier ist ein Beispiel, von ganz vielen Personen hat man das Alter, dann die Jobbezeichnung und das Gehalt. Und das wird dann von Menschen oder von einem Computeralgorithmus oder von einer Mischung davon zu einem ADEM-System verarbeitet, welches automatisch Entscheidungen treffen kann. Beim Beispiel hier haben wir dann das mit dem Alter und dem Job kann vorhergesagt werden, was das Gehalt einer Person sein wird. Ein sehr einfaches Beispiel. Ja, es sind jetzt nicht alle ADEM-Systeme haben einen Trainingsalgorithmus hier von einem Computer. Das ist jetzt einfach nur als Beispiel drin. Wie gesagt, die Definition ist relativ breit und es ist schwierig, diese komplexen Prozesse auf ein paar einfache Bilder runterzubrechen. Jetzt gibt es aber ein paar Probleme. Das eine ist bei den Trainingsdaten. Diese Daten, die müssen eine gewisse Qualität haben, weil wenn es Fehler drin hat, dann lernt der Algorithmus auch gewisse Situationen falsch zu beurteilen und das ist natürlich schlecht, dass das ADEM-System lernt, die Situation falsch zu beurteilen. Auch Repräsentativität von Gruppen in diesen Daten ist wichtig. Ja, wenn man ein System für einen weltweiten Markt zum Beispiel entwickelt, dann sollte man es nicht nur an Menschen aus Zentraleuropa testen, weil dann passieren unter Umständen merkwürdige Dinge bei allen anderen. Auch der sogenannte Bias, also die Verzerrung von Daten, ist ein wichtiger Punkt. Wir haben im Eingangsbeispiel mit Amazon gesehen, dass wenn gewisse Vorurteile, wie zum Beispiel hauptsächlich Männer in der Tech-Branche, in den Daten eingeschrieben sind, dann werden die auch von solchen ADEM-Systemen weitergeführt, wenn man nicht aufpasst. Dann ein weiterer Punkt ist der Trainingsalgorithmus oder die computerisierten Teile von ADEM-Systemen. Es könnte sein, dass diese computerisierten Teile über zu wenig Darstellungskraft verfügen, um komplizierte Strukturen in den Daten abbilden zu können. Oder es könnte auch sein, dass sie zu kompliziert sind und Strukturen sehen, die eigentlich eher zufällig in den Daten vorhanden sind. Ein weiterer Punkt sind auch die Entwickler, die implizite Annahmen treffen, wenn sie solche Systeme entwickeln. Und das passiert ganz automatisch, das machen die nicht unbedingt bewusst. Aber es fließen sehr viele Metriken zum Beispiel ein. Also wie misst man Dinge? Oder auch gegen welche Dinge will man in den Trainingsdaten vorgehen? Man kann zum Beispiel jetzt gegen einen Gender Bias vorgehen, aber hat dann vielleicht Herkunftsfragen außen vor gelassen. Ein weiteres Problem ist allein die Funktion dieser ADEM-Systeme. Also ein Beispiel in der Keynote von Frau Berndt haben wir das Beispiel Lügendetektoren gesehen. Ja. Lügendetektoren sind eine interessante Aufgabe, werden auch eingesetzt. Frau Berndt hat gut illustriert, warum gewisse Organisationen interessiert sind an ihrer Existenz. Aber auch die Frage allein, ist es klug, die einzusetzen? Ja, die ist auch schon in diesen Systemen mit eingebunden. Und dann weiter, weil diese Systeme oft automatisiert sind, haben sie
wenig bis keine Reflexionsfähigkeit. Das heißt, sie können ihre Entscheidungen nicht beurteilen. Und das müssen dann externe Menschen machen, die diese Systeme anwenden. Das heißt, oft, die müssen dann gucken, ja, macht das überhaupt Sinn, was da passiert? Und da ist dann das weitere Problem der Technologiegläubigkeit. Also diesen ADEM-Systemen wird sehr oft eine Objektivität und Neutralität zugeschrieben, die aus den ganzen Gründen, die ich hier aufgeführt habe, in den meisten Fällen nicht gegeben ist. Zusammenfassend kann man sagen, dass ADEM-Systeme gesellschaftliche Normen reproduzieren und wir müssen uns dem gewahr sein bei dieser ganzen Diskussion. Und jetzt spreche ich die ganze Zeit von Werte. Was meine ich eigentlich damit? Hier ist ein konkretes Beispiel. Vor ein paar Jahren im Sommerloch gab es ein Skandal, und weil jemand im Bundeshaus jemand anderem entsprechende Fotos, die Sie hier sehen, geschickt hat. Und links sehen wir den Artikel, wie er in der Schweiz veröffentlicht wurde. Da ist von der entsprechenden Person ist das Gesicht verpixelt. Und auf der rechten Seite, das ist im amerikanischen Kulturraum veröffentlicht worden, sehen wir die Brust verpixelt. Ich habe hier, weil ich jetzt aus dem schweizerischen Kulturraum stamme, auch noch das Gesicht verdeckt. Das blaue Ding ist von mir. Aber im Originalartikel war das nicht der Fall. Und wer sich ein bisschen in diesen sozialen Netzwerken bewegt, der weiß, dass sich am Thema Nacktheit zwischen Europa und USA wirklich die Geister scheiden und es da auch zu ziemlich viel kulturellen Konflikten kommt. Ja, ein weiteres Problem jetzt, wenn man das ein bisschen öffnet und ja, weggeht von dieser individuellen Ansicht auf die Teile des Algorithmus, ist es auch so, dass unter Umständen der Output von einem ADEM-System wieder sein Input beeinflussen kann. Im Eingangsbeispiel habe ich das. Also hat dieser Amazon-Algorithmus halt wieder auf dem von Ihnen empfohlenen Leuten neue Empfehlungen ausgesprochen. Er hat quasi von sich selber gelernt. Aber es ist nicht nur das. Also wir müssen nicht nur gucken, was macht ein abgeschlossenes System in sich, sondern dieses System beeinflusst auch andere Systeme, andere Datenbasen. Und auch von da, also gewisse Ergebnisse kann man vielleicht auf den Mond schicken, aber andere werden dann wieder von Menschen gelesen, interpretiert. Menschen arbeiten mit diesen ADEM-Systemen, sie werden Teil der Kultur, des Zusammenarbeitens, sie beeinflussen also auch unser Zusammenleben und dieses Zusammenleben beeinflusst dann auch wieder die Datenbasis von neuen Algorithmen. Und das System ich habe jetzt hier nur ein paar wenige Schritte aufgeführt, aber wenn man das auf eine ganze Gesellschaft oder mehrere verbundene Gesellschaften ausweitet, das ist eine Komplexität, die nur sehr schwer abzuschätzen ist. Ja, also wir haben, eines der Probleme ist diese fehlende Reflexionsfähigkeit, die halt ausgeglichen werden muss von denen, die reflektieren, wie zum Beispiel hier die Menschen, aber das ja, ist, wenn man die politischen Debatten im Moment anguckt, auch schon problematisch, schon nur mit Menschen und mit den automatisierten Systemen wird das vermutlich noch deutlich schwieriger. Wir haben auch eine steigende Komplexität von unserer Welt und damit auch einen Ausschluss von Menschen. Das ist jetzt nicht nur für ADEM-Systeme spezifisch, das sehen wir auch schon bei der Digitalisierung. Also viele Menschen fühlen sich abgehängt. Und nach meiner Erfahrung bewegt sich das im zweistelligen Prozentbereich, vor allem zum Beispiel bei älteren Leuten. Sie fühlen sich nicht mehr in der Lage, mit der Welt zu interagieren. Dann haben wir auch eine Abhängigkeit davon. Also je mehr Aufgaben in unserem Leben übernommen werden von diesen Systemen, desto mehr sind wir davon abhängig. Und ganz zentral kommt dann die Machtfrage. Also diese Metriken, diese Systeme, die muss ja irgendwer erschaffen, irgendwelche Ideen und gesellschaftlichen Konventionen werden da eingeschrieben. Und ja, wer bestimmt das? Und diese Person, die hat diese Gruppe an Personen, die diese Dinge bestimmen, haben enormen Einfluss, auch auf die Gesellschaft und die demokratischen Prozesse. Und das ist auch, wo sich die digitale Gesellschaft ein bisschen Sorgen macht. Und was nun? Also wir haben bei der Keynote von Frau Behrendt schon gehört, Transparenz ist sehr wichtig, also dass ausgezeichnet wird, wo Systeme eingesetzt werden und was die machen. Und auch gleich wie Frau Behrendt sehen wir das so, dass Transparenz zwar wichtig ist, aber nicht ausreicht. Wir brauchen Handlungsmöglichkeiten, wenn wir Missstände feststellen.
Und auch wichtig, der Mensch muss die Geltungshoheit über diese Atemsysteme besitzen und nicht andersrum. Es sollen nicht die Systeme sein, die dem Mensch vorgeben, was er zu tun hat, sondern andersrum. Und daher wollen wir eine breite Diskussion initiieren. Und als erster Schritt von uns haben wir unser Positionspapier letzte Woche veröffentlicht. Den Link dazu, ich erwähne es noch ein paar Mal mehr, finden Sie auch im Beschrieb von diesem Talk unten. Ja, jetzt das Atemgesetz, das wir vorschlagen. Was wir fordern, ist, wie gesagt, Transparenz beim Einsatz für Systeme, und zwar für Staat und Privatwirtschaft. Ja, viele Ansätze, die schlagen das nur für staatliche Systeme vor. Wir wollen da weitergehen. Wir fordern auch Erklärbarkeit, eine Erklärbarkeit, die ausreichend ist, um eine grobe und externe Risikoeinschätzung von diesem ganzen Verbund von Systemen machen zu können. Das ist das große Ziel. Wir fordern ebenfalls klare Schutzziele, an denen sich diese Maßnahmen ausrichten sollen. Das ist konkret die Einhaltung der Grund- und Menschenrechte, die Wahrung der physischen und psychischen Gesundheit des Einzelnen, die Wahrung der Lebens- und Entwicklungschancen von Menschen und der Schutz der demokratischen Rechte und Prozesse. Und ich habe das jetzt relativ kurz hier zusammengefasst, was wir unter Risiken verstehen. Das ist natürlich ein sehr komplexes Thema und wir haben das auch im Positionspapier mehr ausgeführt, aber ich lasse es im Moment so stehen, wie es ist. Ja, in unserem Ansatz generell haben wir eine Mischform zwischen risiko- und schadensbasiertem Ansatz. Ein risikobasierter Ansatz, wir wollen von gewisse Systeme von vornherein als Risiko deklarieren und sagen, ja, da muss man vielleicht genauer hingucken oder die sind sogar verboten. Und gleichzeitig aber auch ein schadensbasierter Ansatz, das heißt, dass man nicht alles von vornherein abklären muss, sondern in einigen Fällen auch erst handeln muss, wenn ein Schaden entstanden ist. Ja, und aus diesem Grund ganz wichtig, unser Vorschlag ist auch mit dem Vorschlag der Europäischen Union kompatibel. Das heißt, auch für die Wirtschaft ist das ein wichtiger Punkt. Wir wollen da nicht groß im Wege stehen, aber trotzdem die Interessen vertreten der Zivilgesellschaft. Jetzt, was kommt, ist ein bisschen trocken. Darum habe ich da oben rechts ein Inhaltsverzeichnis. Ja, sobald das blaue Ding ganz unten ist, sind wir durch. Also bitte durchhalten. Nun ist die Frage, wie wollen wir mit diesen Atemsystemen umgehen? Wir haben uns dafür eine Kategorisierung entschieden. Zuerst ist die erste Frage, handelt es sich vielleicht um ein Atemsystem nach der Definition, die ich eingangs von diesem Vortrag erwähnt habe? Falls es vielleicht darum handelt, ja, dann muss man genauere Abklärungen treffen. Und da haben wir jetzt drei Kategorien eingeführt. Die erste Kategorie ist kein oder nur geringes Risiko. Das ist, wenn es sich vielleicht um ein Atemsystem handelt, aber bei der genauen Abklärung stellt sich dann raus, nein, ist es nicht. Für solche Systeme sind keine weiteren Maßnahmen wie Transparenz und so weiter nötig, außer halt die interne Abschätzung. Und hier wäre ein Beispiel Textautokorrektursysteme. Ja, die können Einfluss haben, sind sehr komplex, aber vermutlich ist das Risiko da eher gering. Die zweite Kategorie wäre hohes Risiko. Das sind Systeme, die einen Einfluss haben können auf diese Risiken, die ich eingangs erwähnt habe. Und da fordern wir umfangreiche Transparenz- und Rechenschaftspflichten. Beispiele wären da medizinische Diagnostik, die immer mehr eingesetzt werden, um Ärzte zu unterstützen. Und eben auch mit dieser Technologiegläubigkeit in Kombination ein bisschen kritisch sind. Oder auch Asylverfahren, wie auch im Beispiel von Frau Behrendt erwähnt. Und die dritte Kategorie ist dann inakzeptables Risiko. Das sind Systeme, die wir als sehr gefährlich ansehen und grundsätzlich verbieten wollen. Und das wäre zum Beispiel die biometrische Massenüberwachung auf öffentlichen Plätzen. Ich möchte hier auch noch auf die Kampagne der DigiGuess Gesichtserkennung stoppen verweisen, die gerade gegen Gesichtserkennung Systeme vorgeht in der Schweiz. Ja, generell wieder, das sind extrem viele Details, die ich nicht erwähnt habe. Falls euch das Thema interessiert, ja, guckt in unser Positionspapier, wir führen das auf mehreren Seiten aus. Ja, und ein wichtiger Punkt, wer macht eigentlich diese ganze Einschätzung? Wir wollen zur Entlastung der Firmen und Behörden nicht, dass es zentralisierte Datenbanken gibt, sondern wir setzen auf Selbstdeklaration. Das heißt,
man guckt selbst als einsetzende Entität, was ist das Risiko und was muss ich klassifizieren. Und im Risikofall setzt man sich halt oder stuft man sich eine Stufe höher ein, ja, als es jetzt vielleicht unbedingt nötig wäre. Aber das macht natürlich nur Sinn, wenn wir gleichzeitig auch hohe Strafen haben und wirksame Strafen bei zu tiefer Einschätzung. Also man soll sich nicht absichtlich zu tief einschätzen können dürfen. Ja, dann fordern wir die ADEM-Aufsicht. Das ist ein staatliches Kompetenzzentrum, das sich mit diesen Themen auseinandersetzt. Das ist auch eine Anlaufstelle für Unternehmen, Behörden und die Öffentlichkeit in diesen Fragen. Sie kontrolliert bis zu einem gewissen Grad auch Gesetzeskonformitäten von diesen Systemen. Ich komme darauf nochmal zu sprechen. Sie erstellt Checklisten und Good Practice-Anleitungen. Also wenn man neu in dem Gebiet ist und sich nicht so auskennt, dann findet man da ein paar Anhaltspunkte, wie man weitergehen soll. Und sie orchestriert auch Langzeitanalysen, die vielleicht die Kompetenzen von diversen NGOs wie jetzt der digitalen Gesellschaft übersteigen könnten. Uns ist auch wichtig, dass sie unabhängig ist von Weisungen und mit eigenem Budget, damit sie nicht kaputt gespart werden kann. Zum Beispiel die FINMA macht das ähnlich. Ja, jetzt kommen wir zu den Transparenz- und Rechenschaftspflichten. Generell fordern wir, dass die einsetzende Entität von so einem System dafür verantwortlich ist. Es soll nicht sein, dass die Verantwortlichkeit schnell weitergegeben werden kann, wie zum Beispiel, wie das bei Software im Moment mit den AGBs der Fall ist. Ja, Softwarefirmen können quasi alle Rechenschaftspflichten ausschließen in ihren AGBs. Das soll nicht sein. Auch Zertifizierungen erachten wir nicht als unbedingt zielführend, weil das wäre dann eine de facto Auslagerung der Pflichten an den Zertifikatsaussteller. Und wir haben in der Vergangenheit gesehen, dass das nur bedingt funktioniert. Was ich jetzt sage oder was jetzt kommt, das gilt nur für ADEM-Systeme mit hohem Risiko, weil, wie gesagt, für kein oder geringes Risiko gibt es keine weiteren Pflichten und verboten ist verboten. Wir fordern in dem Fall einen Hinweis auf den Einsatz, dass ein System eingesetzt wird, sowie den Zweck. Und wir fordern auch Informationen zur Datenherkunft, sowie welche Daten genau verwendet werden, also welche Features. Datenherkunft, weil zum einen auch wieder Referenz auf die Keynote von Frau Behrendt, man muss wissen, wo die Daten von einem sind, damit man dagegen vorgehen kann. Es geht hier um Datenschutz, es geht aber auch darum, dass keine illegalen Daten verwendet werden. Nach unserer Überzeugung gilt Datenschutz auch nicht nur für Einwohner des Landes, sondern auch für Leute außerhalb des Landes. Und Datenschutz soll nicht an der Grenze gestoppt werden und dementsprechend sollen auch keine Daten von extern einfach so verwendet werden können. Weiter auch, um die Datenqualität sicherstellen zu können bei entsprechend risikoreichen Systemen und auch um eine Verkettungsreaktion abschätzen zu können. Wenn ganz viele Systeme hintereinander geschaltet sind, ist es sehr schwierig durchzublicken, was genau passiert. Und diese Art von Transparenz hilft uns auch zu verstehen, wie diese Systeme miteinander interagieren. Generell von all diesen Dingen, die ich heute erzählt habe, das Ziel davon ist die Möglichkeit zur Abschätzung der Effekte auf die Individuen und die Gesellschaft und im Krisenfall dagegen vorzugehen. Ja, und jetzt habe ich gesagt, das gilt für staatliche Systeme und privatwirtschaftliche Systeme. Wir wollen für staatliche Systeme oder sagen wir Systeme in Erfüllung eines öffentlichen Auftrags komplette Transparenz. Das heißt, die Veröffentlichung aller Algorithmen und Daten, womöglich wieder im Positionspapier nehmen wir Detailunterscheidungen vor mit Datenschutz und so weiter. Aber grundsätzlich ist es uns ein Anliegen, dass mit Steuergelder finanzierter Software auch öffentlich ist. Ganz nach der Kampagne Public Money, Public Code. Gut, jetzt komme ich zum letzten unserer Kapitelchen hier. Wie wollen wir das durchsetzen? Wir sehen drei Einforderungswege bei Misuse. Also die erste ist die ADM-Aufsicht, welche Beschwerden sammelt und auch bei Behörden und bei Unternehmen Einsicht bei Verdacht auf Missbrauch nehmen kann und sie soll auch erstinstanzlich Sanktionen verhängen können, also dass man da nicht immer über ein Gericht gehen muss. Dann gibt es die Individuen. Die Individuen können bei Verdacht oder im Schadensfall klagen und
Und es ist auch wichtig, dass Instrumente wie Sammelklagen und Sammelbeschwerden eingeführt werden. Diese Art von kollektiver Rechtsdurchsetzung ist in der Schweiz eher selten. Aber vor allem bei ADEM-Systemen, wo gewisse Effekte erst sichtbar werden, wenn man eine größere Gruppe an Menschen betrachtet, sind Sammelklagen durchaus von Interesse. Weil im Einzelfall Missbrauch zu belegen, da muss der Missbrauch immer sehr stark sein. Und das wird der Komplexität dieser Systeme leider nicht gerecht. Dann der dritte Einforderungsweg, den wir sehen, das sind berechtigte Verbände. Berechtigt im Sinne von gesamtschweizerisch und mit passendem Zweck gemäß ihren Statuten. Das sind dann am Schluss eigentlich die Gerichte, die auf die Klage eintreten, die entscheiden, ob es gültig ist oder nicht. Und diese Verbände, die müssen natürlich auch klagen können ohne persönliche Betroffenheit, sondern im Interesse der Zivilgesellschaft. Nun, da naturgemäß ein Verschleierungsinteresse da ist bei diesen Dingen, also betroffene Entitäten, die jetzt denen, die beschuldigt werden, dass ihre ADEM-Systeme nicht ausreichend sind, die werden natürlich einiges tun, um das zu verstecken und nicht gerade helfen bei der Aufklärung. Darum fordern wir eine Beweislastumkehr. Also wenn ein Gericht auf die Klage eintritt, dann muss die entsprechende Entität belegen, dass das System keinen Schaden anrichtet und nicht andersrum. Auch fordern wir umsatzabhängige Verwaltungssanktionen. Umsatzabhängig, damit die Strafen auch wehtun. Leider ist es relativ oft so, dass vor allem größere Unternehmen derartige Dinge einfach mitbudgetieren und dann explizit gegen diese Gesetze verstoßen, weil sie wissen, sie können die Strafen einfach bezahlen. Und das andere sind die Verwaltungssanktionen. Wir wollen nicht Individuen bestrafen, weil meistens wird sonst ein Sündenbock in einem Unternehmen gesucht und der wird bestraft, sondern wir wollen die Unternehmen bestrafen mittels Verwaltungssanktionen. Ja, dann sind wir jetzt durch eine Übersicht der Position der digitalen Gesellschaft. Ich wiederhole nochmal für viele Details, ihr dürft gerne Fragen im Anschluss stellen, aber es sind auch viel mehr Details in unserem Positionspapier drin. Ja, jetzt, was sind unsere nächsten Schritte? Vielleicht noch ganz kurz. Wir wollen die Transparenz- und Rechenschaftspflichten noch mehr konkretisieren und auch über potenzielle Standardisierung der Prozesse nachdenken. Und wir wollen auch einen Regulierungsvorschlag konkreter ausformulieren, um auch zu gucken, wie man mit der Verteilung der Kompetenzen genau umgehen muss. Ja, dann werden wir weiter auch Öffentlichkeitsarbeit leisten. Dieser Vortrag hier, das ist der Anfang. Oder, naja, nicht ganz, gab schon vorher ein paar Dinge. Aber es ist ein wichtiger Teil und wir werden diese Arbeit auch noch intensivieren. Und falls ihr irgendjemand Feedback hat zu unserem Positionspapier, wir fänden das super toll. Bitte schreibt eine E-Mail an david.sommer@digitalegesellschaft.ch. Und falls ihr bei uns mitmachen wollt, wir sind immer begeistert, wenn sich Leute einbringen und ihre Sichtweisen helfen, unsere Arbeit zu verbessern. Macht das, schreibt eine Mail an david.sommer@digitalegesellschaft.ch. Gut. Dann bin ich soweit durch und ich gebe... Ah nein, ich muss noch die Referenzen zeigen. Das ist wichtig, aus einer Legal Perspective, so gezeigt. Fertig. Jetzt gebe ich zurück an Rahel. Ganz herzlichen Dank, David, für die Vorstellung dieses Positionspapiers. Ja, ich würde sagen, gerade wenn ich dir jetzt wieder zugehört habe, das ist ein Meilenstein. Unglaublich viel Arbeit, die da drin steckt. Auch nochmal meinerseits ganz herzlichen Dank dir und der ganzen Gruppe für diese Arbeit. Da steckt wirklich viel Fleisch am Knochen. Nichtsdestotrotz bleiben noch ein paar Fragen offen bei mir und vermutlich auch bei euch. Bitte stellt sie im Raum, den ihr zur Verfügung habt, im Q&A. Ich nehme sie gerne mit und stelle sie hier an David. Zuerst aber mal eine Rückfrage von mir. Du hast erwähnt, dass es einen EU-Regulierungsvorschlag gibt. Gibt es denn neben diesem EU-Regulierungsvorschlag noch weitere? Und wie unterscheidet sich denn jetzt der DigiGES-Vorschlag von diesen anderen Regulierungsvorschlägen? Kannst du uns etwas dazu sagen? Ja, vielen Dank für die Frage. Es gibt
in der Tat noch weitere Vorschläge, auch in der Schweiz. Zum Beispiel gibt es von der Digital Society Initiative ein Positionspapier auch zum Thema. Da viele Argumente sind ähnlich und decken sich, wir fordern aber mehr. Wir fordern mehr Transparenz zum Beispiel als das DSI-Papier. Wir sind auch konkreter. Wir machen mehr konkrete Vorschläge und hoffen auch, die Diskussion stärker damit vorantreiben zu können. Einer der Hauptunterschiede zum EU-Vorschlag ist, dieser behauptet ja auch, risikobasiert und schadensbasiert eine Mischform zu sein. Wir sehen das ein bisschen, wir begreifen die Begriffe ein bisschen anders. Beim EU-Vorschlag sind gewisse Kategorien und Anwendungen von vornherein ausgeschlossen. Das steht im Gesetz so drin. Das heißt, die Risikoabschätzung wurde von vornherein gemacht. In unserem Vorschlag schlagen wir vor, dass die Risikoeinschätzung erst direkt bei der Entwicklung der ADEM-Systeme von den entsprechenden Entitäten gemacht wird. Was ist der Unterschied? Der Unterschied wäre zum Beispiel bei Gesichtserkennung, die wäre, wenn man die auf öffentlichen Plätzen einsetzt, bei uns verboten. Aber wenn eine Kunstausstellung diese einsetzen würde als Gimmick, dann wäre das ein System mit tiefem Risiko. Und bei jetzt dem EU-Vorschlag, oder ist es schon geltendes? Nein, ist erst ein Vorschlag. Da wäre das per se unter Umständen verboten, egal wo man es einsetzt. Ja, danke. Okay, sehr interessant. Danke dir. Also schaut euch auch, wenn euch das Thema interessiert, diese anderen Vorschläge an. Ich denke, es ist eine wichtige Diskussion, die hier auch entstehen kann mit verschiedenen Vorschlägen. Jetzt, wenn ich dir so zuhöre, David, dann frage ich mich, habt ihr da nicht auch ein bisschen ein Bürokratiemonster erschaffen? So als nasty question. Ja, uns ist es wichtig, eben kein Bürokratiemonster zu erschaffen. Aber es ist eine Gratwanderung, muss ich zugeben. Aber da wir explizit auch nicht empfehlen, zentrale Datenbanken von diesen Systemen aufzubauen, sondern auf Selbstdeklarationen setzen, hoffen wir, dass sich der bürokratische Aufwand auf allen Seiten in Grenzen hält. Ja. Okay. Dann eine weitere Frage betrifft, du hast es gesagt, vieles kann man ja schon bestimmen, wie ein ADM-System wird, indem man eben am Anfang zum Beispiel bei der Datengrundlage darauf schaut, dass die Qualität stimmt, dass es nicht zu viele Biases drin hat, oder dass man mindestens die Biases erkennt und sie versucht auszugleichen. Gibt es denn auch eine bestimmte Personenkonstellation oder was gibt es sonst noch für Punkte, wenn man ADM-Systeme programmiert, eben mit den beteiligten Personen oder bestimmte Vorgehensweisen, die man anwenden könnte, um solche ADM-Systeme eigentlich von Anfang an möglichst fair auszugestalten? Gibt es hier auch Überlegungen von dir und der Gruppe dazu? Ja, also eigentlich geht es hier um diese Slide. Kann man die Slide sehen im Stream? Das Problem ist sehr, sehr vielfältig. Es geht ja nicht nur um Bias und Diskriminierung. Ein ganz wichtiger Punkt sind auch diese Entwickler und die Metriken, die sie einsetzen. Und speziell da, wo du Fairness ansprichst, es gibt keine objektive Fairness. Man kann immer nur bestimmte Punkte verbessern, aber man kann nie alle gleichzeitig. Und das ist nicht eine praktische Einschränkung, das ist eine informationstheoretische Einschränkung. Es ist mathematisch bewiesen, dass sich nicht alle Fairness-Definitionen gleichzeitig erfüllen lassen. Und das heißt, man muss sich immer entscheiden. Und ein Beispiel dazu ist jetzt ein bisschen vereinfachtes Beispiel, aber nehmen wir an, wieder bei Einstellungschancen in der Tech-Branche, Frauen und Männer divers, sagen wir, ja, dass wir wollen, dass mehr Frauen in der Tech-Branche arbeiten und daher pushen wir diese. Das führt zwar zur Gruppengerechtigkeit, wir haben dann mehr Frauen als Männer, aber gleichzeitig ist es gegen die individuelle Fairness, weil das heißt, implizit werden Männer benachteiligt. Und das ist ein Beispiel, da beißt es sich ganz direkt und das ist nicht auflösbar. Und je mehr man in die Details geht, desto komplizierter wird es. Daher, wenn es um konkrete praktische Vorschläge geht, ich glaube, das Wichtigste ist zuerst einmal das Bewusstsein
was diese Systeme für Auswirkungen haben. Und das nächste wäre, sich sehr stark über ihre Notwendigkeit und ihre Funktion Gedanken zu machen, bevor man versucht, da irgendwie bei der Datenbasis zu verbessern. Braucht es diese Systeme unbedingt? Was sind ihre Auswirkungen? Könnte man das nicht anders lösen? Und ja, dann ist man beim Punkt, wo man vielleicht Good Practice Anleitungen oder Checklisten oder sowas lesen könnte, auf welche Punkte man dann Rücksicht nehmen muss. Und ich denke persönlich, dass wenn man sich als Entwickler oder als verantwortliche Person sich alleine mal mit dem Themenbereich auseinandersetzt, dann hat man schon einen Riesenschritt getan, um dem Problem ein bisschen vorzubeugen. Okay, danke für diese Antwort. Die Interaktion von diesen Technologien mit den Menschen, die hat ja jetzt gerade in dieser Antwort und der Frage auch eine große Rolle gespielt, aber du hast in deinem Vortrag ja auch mehrmals darauf hingewiesen. Und ich möchte noch mal kurz auf diesen Punkt auch eine Anschlussfrage stellen. In eurem Vorschlag hat die Aufsicht, dieses Aufsichtsgremium, eine wichtige Funktion. Gibt es dazu auch Vorstellungen von euch, wer denn dort sein sollte oder wie dieses Gremium genau ausgestaltet sein sollte? Ja, das ist eine sehr gute Frage. Wir haben uns da sehr viele Gedanken gemacht. Uns ist wichtig, dass die Leute, die da Dinge beurteilen, in diesem Gremium zum einen sehr divers sind, also aus verschiedenen, mit verschiedenen Herkunft, verschiedenen Fachhintergründen vor allem. Also es braucht Soziologen, es braucht Techniker, es braucht Philosophen und auch Leute, die die Dinge ganz praktisch umsetzen können, die mit diesen Systemen gearbeitet haben. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Die genaue Ausgestaltung machen wir uns noch Gedanken dazu, wie das umzusetzen ist. Da werden Sie sicher in den nächsten Monaten von uns noch etwas dazu hören. Ja. Super, wir freuen uns drauf. Letzte Chance für Fragen im Chat. Bitte schreib die jetzt rein. Ich habe auch noch eine für dich, David. Du hast erwähnt, wie es weitergehen soll, dass ihr diese breite Diskussion sucht, dass ihr euren Vorschlag auch gerne in diese gesellschaftlichen und politischen Diskussionen einbringt. Leute, die jetzt hier zuhören und finden, ja, wir wollen diesen Vorschlag auch pushen, wie ganz konkret kann man denn das unterstützen? Was wären Handlungsansätze jetzt für Aktivistinnen und Aktivisten der digitalen Gesellschaft, für Leute, die hier zuhören, damit sie euren Vorschlag pushen können oder auch an diesen Diskussionen teilnehmen können? Ja, also zum Pushen, ein ganz wichtiger Punkt ist, wenn euch das Thema wichtig ist, erzählt anderen Leuten davon. Weil ich merke immer wieder, wenn ich über das Thema spreche, ich sehe so viele Aha-Effekte. Viele Menschen haben sich noch nie über das Thema Gedanken gemacht, aber wenn dieser Funke mal entzündet ist, wenn sie mal das Problem schon nur mal gehört haben, dann fangen sie an, darüber nachzudenken und sehen auch die Relevanz. Also eines der ganz wichtigen Punkte ist es, einfach Leuten zu erzählen, vielleicht auch Slides oder Vorträge zu dem Thema, die vielleicht ja, ein bisschen kürzer sind als meiner jetzt, gibt sicher viele, auch mal Freunden zu versenden. Und wenn man sich beteiligen will, zum einen natürlich aus unserer Sicht das Positionspapier zu verbreiten, das finden wir super. Man darf sich auch bei uns einbringen. Wie gesagt, wir sind super glücklich, über viele Meinungen auch einen Vorschlag konsolidieren zu können, damit wir auch ein bisschen sicher sind, dass wir auch richtig liegen mit unserer Idee, wie das auszugestalten ist. Und ja, es wird auch weitere Positionspapiere geben von anderen Gruppen, weitere Vorschläge. Ich nehme an, die politische Debatte, die hat jetzt langsam gestartet, die wird auch zunehmen. Ja, bringt euch da ein und erarbeitet auch eigene Ideen. Weil was wir heute gemacht haben, ist ein Teil des Dialogs, den wir uns erhoffen. Und wir hoffen, dass noch weitere kommen. Super, ich habe keine Fragen mehr. Danke dir, David, für diese ausführlichen Antworten. Danke nochmals für die Arbeit von dir und der Gruppe. Wir werden mit dir jetzt keinen After-Talk haben, weil du musst eigentlich gleich weiter. Du bist nämlich in Kürze, in einer Viertelstunde auf dem Podium, das stattfindet, auch mit Bettina Behrendt, mit dir und mit weiteren Akteurinnen und Akteuren rund um die ADM-Regulierungen. Wir freuen uns, dich da gleich wiederzusehen. Danke euch fürs Zuschauen ans Publikum und bis gleich auf dem Podium.
Thank you.